Anscheinend gibt es ein technisches Problem mit dem neuen Teil. Wir brauchen mehr Zeit, um den Fehler zu beheben. Vermutlich ist das neue Teil im übernächsten Rennen verfügbar. Fertig. Startplatz sollten wir ein besseres Ergebnis einfahren können als im letzten Rennen. Auf geht's, das schaffst du.
unser Tempo zu halten. Genau das dort fehlt. Nicht zu aggressiv beim Überholen, sonst wirst du noch bestraft und verlierst Plätze. Er versucht, die Lücke zu schließen. We'll be right back.
baust deinen Vorsprung auf Alonso aus. Müsste in den nächsten 5 Runden an die Box kommen. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Verloren. Setz ihn unter Druck und versuch zu kontern. Oh.
zum Reifenwechsel rein. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Das Auto hinter dir hat eine ganze Sekunde Rückstand. We'll be right back.
bist im Moment vorne dabei. Gut so. Dein Hintermann hat einen Satz der härteren Reifen aufziehen lassen. Sieht nach einem längeren Stint aus. Vettel liegt 5 Sekunden vor dir. 5 Sekunden vor dir. Komm am Ende dieser Runde an die Box. Sechs Sekunden Rückstand. 6 Sekunden. Jetzt an die Box. Zeit gegenüber Vettel. Er zieht ungefähr eine Sekunde pro Runde davon. Jetzt im hohen 1.19er Bereich fahren, um mit dem Vordermann mitzuhalten. Boxenstopp nicht!
Feuer beträgt etwa 10 Sekunden. Du musst weiter pushen. Jetzt im hohen 1,19er Bereich fahren, um mit dem Vordermann mitzuhalten. Langsamere Fahrer. Vorsicht beim Überholen. Sie sollten dich vorbeilassen. Die Boxencrew zieht beim nächsten Stop weiche Reifen auf. Verkehr.
der fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Eine Sekunde Vorsprung auf das Auto hinter dir. Pass auf! Sekunden hinter Massa. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Gut, dein Rückstand auf das nächste Auto beträgt etwa 6 Sekunden. Gib Gas, dann können wir die Lücke hoffentlich verkleinern. Jetzt ein paar langsameren Autos. Versuch schnell vorbeizukommen.
Verfolger fällt zurück. Du kannst jetzt etwas durchatmen. Jede Runde etwas Zeit auf Mathe. Okay, du brauchst niedrige 1,19er Zeiten. Niedrige 1,19. Niedrige 1,19er Zeiten. Niedrige 1,19.
schneller unterwegs als du. Er baut den Vorsprung um eine halbe Sekunde pro Runde aus. Okay, du brauchst niedrige 1.19er Zeiten. Niedrige 1.19. Zwischen dir und dem Auto vor dir liegen etwa 7 Sekunden. Boxenstopp diese Runde. Du holst langsam aus Masse auf. Okay, du brauchst niedrige 1.19er Zeiten. Niedrige 1.19. Diese Runde an die Box. Du brauchst niedrige 1.19er Zeiten. Niedrige 1.19. Deinen Boxenstopp.
bitte reifen beim nächsten Stopp. Okay, du brauchst niedrige 1,19er Zeiten. Niedrige 1,19. Vergiss nicht, an die Box zu kommen. Du bist 10 Sekunden hinter deinem Vordermann. Ferrari bereitet einen Boxenstopp vor. Wir glauben, Massa kommt rein. Er müsste in den nächsten paar Runden an die Box gehen. Verkehr am Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Hinter dir beträgt zurzeit 7 Sekunden. Verkehr auf, sei vorsichtig.
Nico ist auf dem Weg an die Box. Nico an der Box. Momentan etwa 6 Sekunden Rückstand auf deinen Vordermann. Versuch die Lücke zu verkleinern. Rückstand. 6 Sekunden.
Raster pro Runde eine halbe Sekunde ab. Rückstand auf das nächste Auto beträgt etwa 6 Sekunden. Gib Gas, dann können wir die Lücke hoffentlich verkleinern. Dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Weiter, du hast 6 Sekunden Rückstand auf deinen Vordermann. Zwischen dir und deinem Vordermann liegen zurzeit gerade mal 7 Sekunden.
hast momentan etwa 6 Sekunden Rückstand auf deinem Vordermann. Versuch die Lücke zu verkleinern. We'll be right back.
Zwischen dir und deinem Vordermann liegen zurzeit 7 Sekunden. Jetzt etwas davon. Du musst schneller werden.
müssen weiter pushen, wenn wir die Lücke zu deinem Vordermann schließen wollen. Zurzeit beträgt sie 12 Sekunden. Deinem Vordermann wächst um einige Zehntel pro Runde.
Rückstand von 15 Sekunden auf das nächste Auto. Eine Sekunde pro Runde auf Massa. Der Abstand wird größer. Seine Rundenzeiten sind eine ganze Sekunde besser als deine.
Zeit ist dein Hintermann pro Runde etwa eine Sekunde schneller als du. Ins Ziel kommen würdest. Geh kein Risiko mehr ein und bring das Auto heil nach Hause. Sehr gute Leistung. Das sind 12 Punkte. Durch dieses Ergebnis bist du jetzt auf Platz 4 in der Fahrerwertung.